So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 136. Folge hier in Horizon 3. Heute mit dem Polaris. Der heißt nämlich genau Polaris. Moment, ich hab's wieder vergessen. Weil der ist ein guter Name. Und zwar der Polaris RZR XB 1000 EPS. Das Polaris gab es vorher auch noch nie in Forza. Das war das Debüt hier. Auch schon als eines der ersten Autos, die bekannt gegeben wurden. Und halt, man hat gesehen, als Screenshots, dass der im Spiel ist. Freue ich mich mega darüber. Das ist ja eine. Ich würde sagen, so eine Mischung aus ja, Auto, Quad und Golfauto. Und ziemlich schnelles. Zwar Polaris ist ein Hersteller, ich mache kurz hier alles auf. Sogar mit Türen. Zwar Polaris kommt aus den USA, sein Sitz in Minnesota. Ist dafür bekannt, dass er solche Fahrzeuge bauen und auch Schnellmobile, Elektrofahrzeuge. Das ist halt einer der Deckolinie von der RZR-Reihe. Das ist halt quasi, ich glaube sogar, das aktuelle Topmodell, ich weiß nicht genau. Weil er hat ordentlich Dampf, zum Beispiel mehr als mein Auto. Jetzt hat der Gute hier einen Viertaktmotor, und zwar nur mit zwei Zylindern, aber dafür einen ganzen Liter Hubraum. Ja, aber fast. Also, der fehlt ein Kubik, 0,0, ein Kubikzentimeter fehlt da. 990 Kubik. Das Ding hat aber dafür immerhin stolze 111 PS, dafür, dass es trocken nur 622 Kilo wiegt. Und jetzt hier alle Flüssigkeiten knapp unter 700, Allradantrieb. Ist nicht schlecht, ne? Für so ein kleines Fahrzeug. Ist 3, irgendwas Meter lang. Ich guck mal hier kurz. Ja, also eine Seite offen. Genau, trocken 600 Radstand. 2,28 Meter immerhin. Ja, not bad. Oh, wo steht das hier? Hier 3,2 Meter lang. 1,87, das ist wahrscheinlich die Höhe. Und 1,62 breit. Also nicht wirklich ein großes Auto, sage ich mal. Trotzdem aber nicht gerade cool oder unspaßig. Der hat natürlich eine gute Bodenfreiheit von über 30 cm. Deswegen sollte der Offroad ziemlich gut gehen. Doch hier immerhin so eine Art Türen. Hat ja auch, naja, ich meine Innenraum. Ich gehe jetzt mal rechts rein. Ich meine, ist jetzt natürlich hier keine Komfortausstattung, ne? Ist halt ein Ding zum Spaß haben. Das werden wir heute hoffentlich auch haben. Jetzt haben wir da getuned. Der ist jetzt serienmäßig in der C-Klasse angesiedelt. C520. Ich meine, 111 PS ist nicht schlecht. Sind 31 mehr als mein Corsa. So, wir gucken erstmal. Es gehen bessere Bremsen. Bremsen sind natürlich immer gut. Werden vielleicht C-Klasse mal aufbauen. Vielleicht auch nur, weiß ich, ein bisschen irgendwie. Es geht auch ein Überkäfig rein. Boah, ey, den sieht man aber krass. Seht ihr das? Richtig, ich sehe auch nichts. Ja, auch noch eine kleine Windschutzscheibe. Denn vor halt auch Wasser oder Dreck oder Stein schützt. Ist auch gut so. Aber nicht, weil, ja, bringt nichts. Man sieht nichts. Egal. Dann, natürlich, Ringgetriebe ist wichtig, weil der hat hier, wie ich mich erinnern kann, nur einen Gang. Denn wir sind jetzt schon mal gefahren, den Wagen. Und zwar beim Showrennfinale gegen diesen Zeppelin oder so. Halt gegen dieses Luftschiff. Das war in Folge, lass mich überlegen, 46, 47, 48, also in dem Dreh. Sind wir den mal kurz gefahren. Hat, glaube ich, nur einen, damals einen Gang gehabt. Hat natürlich immer noch. Das werden wir erstmal ändern. So, Antriebswelle gut. Dürfen auch nicht schlecht beim Allradantrieb. Wie trotzdem nur so wenig, ne? Ja gut, ich meine, ist halt nicht viel dran. So, ich gucke jetzt mal, was wir. Wir könnten außerdem noch einen. Genau, einen Single-Turbo einbauen. Nein, wir lassen mal schön Saugmotor, ja. Das reicht. Und wir könnten auch den Antrieb wechseln. Okay. Ich meine, da ging auch Motorwechsel, aber geht anscheinend nicht. Heckantrieb, machen wir nicht. Ist eigentlich unnötig, die zu wechseln. Passt eigentlich so. Wir haben ja auch schöne 14-Zoller-Felgen. Sieht nicht groß, das ist es auch nicht, aber reicht dafür Offroad. Also gehen auch keine breiteren Reifen mehr. Ich muss auch zugeben, die sehen ja gar nicht mal so schmal aus. Also definitiv für den Wagen keine Fahrradreifen. Auch süßer Motor, ne? Oh. Motor, ich glaube, man sieht es, der ist hinten, vorne ist da eigentlich keiner. Hier schön ein Heck, ein Motörchen. Och, ist das süß. Oh. So, ich wollte mal gucken. Felgen, die gefallen mir ziemlich gut, muss ich sagen. Vielleicht, also, was geht dann maximal? Ja, na klar, 21 Zöller. Natürlich nicht, Leute, ne? Also, was erwartet ihr? Ah, 16er. Machen wir 15er. Komm, eine größer. Und hinten sogar zwei. Ne, das sind 15er reichen. In die Büge. Ich mache nur 15er auf und keine 20er. Das ist was Neues für mich. So, dann. Wir haben ja auch einiges zu tun hier.
quasi das Standardrepertoire dieses Wagens. Oder eigentlich eines jenen Wagens hier im Spiel. 100 FPS hat serienmäßig, ich glaube, genau, 95 Newton im Drehmoment. Ich meine, das ist halt ein Saugmotor, ne? Das ist halt nicht so viel. Da hat mein Corsa sogar mehr, ja, das muss ich sogar mal sagen. Denn ich habe 115 Newtonmeter, ja? Haltet euch fest. So, ja, ein bisschen tun wir dann auch. Ich meine, er braucht nicht viel Leistung. Ich meine, auch 100 FPS, das ist schon ordentlich. Wir machen, ja, so 110, 120 kW vielleicht. Wir haben 101. Der soll nicht wirklich mega krass getunt werden. Weil Leute, glaubt mir, der macht auch Spaß. Jetzt haben wir 109 kW. Machen wir so 120, ne? Das ist eigentlich schon ziemlich viel. Oder das war es eigentlich so? Ich würde sagen, 109 kW, das reicht eigentlich auch schon. Aber natürlich, eine Schwungscheibe, die geht immer. So. Speichern natürlich. Kaufen die ganze Scheiße, 17.000. Aber oh, Geld habe ich ja. Ist ja kein Ding hier in Forza. Bin ja kein armer Boy. So, dann mal gucken, was es da für eine schöne Lackierung gibt. Oder ob es überhaupt welche gibt. Ich denke mal schon. Hier, lass mich überraschen. Okay, eine von Little Weixen. Ist, glaube ich, ein Mitarbeiter bei Playground oder Forza. Der da oben hat das Playground-Symbol bei seinem Gamertag. Okay. Ipone, was ist denn Ipone? Oder soll das eigentlich iPhone heißen? Das ist ein Schreibfehler. Ja, natürlich, Batman-Lackierung, was auch sonst. Police? Ja, so Strandpolizei? Lifeguard. Ja. Dead Felgen. Looks very, very awesome. Ja, kaufen. Unbedingt kaufen. Ich will Kai auch nicht komplett tief hauen. Bobolaris. Ja, mit dem SpongeBob-Gesicht. Ich glaube, da wieder jemand zu viel geraucht. Hat auch 5 Sterne. Das ist. Aber ich finde so an sich so Monster-Design schon mal nicht schlecht, halt nur. Soll auch nicht so übertriebenes Design sein. Das irgendwie mega crazy aussieht. Das finde ich ja schon mal nicht so schlecht. Ich suche einfach mal nach Rennen. Werde ich vielleicht gar nichts finden? Wir schauen mal. Komm bitte. Jawohl. Geht doch. Doch noch hier ein paar Dinger schnell laden. Crew Paint, aha. Forza. Was? Nein. Nein. Aber so. Camouflage, ja. Ich bin auf jeden Fall bei der Kategorie Rennen richtig angesiedelt, Batman, ja. Weil wer es nicht weiß, Batman ist ein sehr bekannter Rennfahrer. Das ist übrigens Ironie gerade. Falls es jemand nicht verstanden hat. Nein. Was ist das hier überhaupt? Camo. Naja. Naja. Österreich-Flagge, glaube ich. Oder machen wir mal selber. Wieso? Erst nach Wieso macht man seinen Polaris mit Regenbogenfarben? Das ist schon mal die erste Frage. Und warum sortiert man das in die Kategorie Rennen ein? Das hat überhaupt nichts mit Rennen zu tun. Eher was mit Jelly Beans und sowas und irgendwie, keine Ahnung, heil sein, welche Farben sehen. Das würde ich eher so sehen. Ja. YYTT, RGFC, VFFF, VVVV. Genau. Abkürzung. Blink 182 Black. Cool. Ja. Ja, cool, ne? KCUL. Also wird cool geschrieben. Ich hoffe, das war kein Reiffehler. Ich hoffe, das war beabsichtigt. Wenn nein, dann tut es mir echt leid. Weil. Nein. Aber jetzt immer nicht mit K geschrieben, ne? Ist ja auch schon mal ein Vorteil. Ist kein gutes Design, ne? Dann mache ich mal selber eins. Oder. Oder vorne war ich schon ein gutes dabei. Four-Wheeling. Oder das sind einfach so. Er sieht auch schon so eigentlich ziemlich gut aus. Oder hat er mehrere Farben? Ja. Das soll ich erstmal gucken. Gibt es hier nur in diesem. Ja. Roten Design. Wunderschön, ne? Wenn wir den. Okay, wir können den auch ganz.
Vielleicht selber irgendwie was Camouflage-mäßiges machen. Der wird natürlich jetzt nicht matt oder so. Ja, das ist, glaube ich, klar. Oder eher König. So. Camouflage, bin da ein realistischer Wald. Ach du Scheiße. Das ist wirklich, ach du Scheiße. Auf jeden Fall Walddunkel. Sieht die beste aus. Ich will einfach kurz gucken, ja? Ich will mir die Zeit nehmen. Und dann nehmen wir mal den hier. Komm, ich nehme mal den hier. Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll, aber sieht ganz gut aus. Und es ist von Little Vikes. Der hat an sich ziemlich gute Designs, finde ich. So, wird gespeichert. So, erstmal angucken. Okay. Ach so, ja, natürlich, Känguru. Australien, ne? Klingelt da was? Ich hoffe schon. Oder ist das Känguru? Ich glaube schon. Ja, das sieht gut aus. Ja, nicht so wie mega special-mäßiges, aber es erfüllt seinen Zweck. Er hat nämlich gar keinen, richtig. So. Das ist unser Gefährt hier auch schon. Sieht doch, wie ich finde, auch gar nicht mal so klein aus. Also ist schon. Ist kein Smart. Ich glaube, ein Smart ist noch kürzer als der hier. Ja, ein ziemlich hoher Smart, würde ich mal sagen. So. Ziemlich, welche Federung hat er hier? Ich jetzt schon sehr. Und Alter, ne? Über 9000 Umdrehung schafft der Motor. Alles klar. Ja, dann legen wir mal los. Mein, für 120 kW, das sind 160 PS so in den Dreh. Ist jetzt natürlich kein Top-Speed-Monster, ne? Mein, das Ding ist hoch wie ein Schrank. Schafft gute 170. Da kann mein Corsa noch gerade so mithalten. Einer hat einen Top-Speed von 167 oder 68? Weiß gar nicht. Die Federn hier ganz hoch. Okay. Also in der Bodenfreiheit laut dieser Seite von 34,5 cm. Das ist, ja, schon nur ordentlich. Kann ich anders sagen. Dann auf 106,4. Ist ja auch ein paar Wahrscheinlichkeiten. So, Bremsweg ist fehlgeschlagen. Hat nämlich keinen Bremsweg. Der bremst nämlich instant. Einfach zack, du schippst, alle. Ich hoffe, das hat man gehört. Zack, und der steht direkt, ne? Ist doch geil, oder nicht? So, ich hätte gern. Der hat schon 65 hinten. Wenn der nicht Verleistung, da kannst du ruhig mal 75 nach hinten knallen. Sieht auch vielleicht so ein kleines bisschen mit dem Heck kommen. Aber Getriebe, das ist doch ein bisschen. Schalten. 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 Das muss, glaube ich, nicht sein. Es geht auch alles ein wenig länger. Warte, wenn ich jetzt. Naja, so. Da ist ein bisschen. Also, sechster Gang, der war auch, finde ich, ein bisschen kurz. So lang kann der fünfte eigentlich sein. Bei fünf Gängen zum Fahren, das reichen auch. Wir müssen nicht immer wirklich komplett jeden Gang ausnutzen. Ja, auch ein kleiner Gang zum ein bisschen cruisen, ein bisschen normal fahren. Und nicht nur zack, Vollgas und durch den Matsch. So. Schnell was einstellen, nichts Aufwendiges. Zack. Fertig. Ja, 160, da quält er sich echt schon. So. Scheiß Mini. So, finde ich, ne? Die Felgen, die von der Größe, die ich finde, die passen noch gerade so. Aber eins mal größer wäre schon wieder nicht gut aussehen. Ja, aber passt für nicht in Australien. Ich bin in der Stadt, Fabian, was soll das? Weil da gibt es ja auch Offroad-Rennen. Jetzt haben wir einmal. Wo ist denn das hier? Genau, die Strecke, die wollte ich auf jeden Fall machen. Da sollte der Wagen eigentlich gut geeignet sein. Hallo, Jaguar. Ein schönes Project 7, ich weiß. Jaguar, ne? Zwischen mir und dem Ute waren 2 Meter Platz. Da kannst du auch durchfahren. Naja, ist schon ein bisschen besser das Getriebe. Man muss ja nicht ganz so oft schalten. Mach ich, Anna. Wie soll ich denn das aber schaffen? Ich weiß nicht, wie lang fahren soll, Anna. Der Weg ist so schwer.
Wow. Alter, wie ich geflogen bin. War das ein Cayenne, der da überholen wollte? Alter. Ja, deswegen wiegt er nicht. Er hat mich einfach weggebumst, ne? Weil das kein Cayenne war, der wiegt ja 3 bis 4 Mal so viel wie ich. Der bei dem Speed einfach zack, ich bin weg. Und er so, da war ein Auto. Juckt mich gar nicht. So. Vollgas geben hier im 5. So, 9000 Umdrehung geht er. Schon, es hat einen Hochdrehzahlmotor, ne? Das ist, glaube ich, auch so eher so ein Motorradmotor. Das ist ja 9000 auch gar nicht mal so viel für Motorradmotoren. Die kann auch deutlich höher drehen. Das ist bei so einer besonders sportlichen, meine ich jetzt. Das 9000, ja, ist halt nichts Besonderes, ne? So, wir haben bei mir was erstellt. 3 Ründchen. Ja, wir können sogar mal 4 Ründchen fahren, ne? Ja, können wir uns mal richtig heute. Genau, wir nehmen als Klasse die Offroad Buggies. Wo ja auch drin ist der Panel Collar, der Lumicraft Class 10 und der Aerial Nomad, glaube ich. Morgen heiter, aber halt noch ein bisschen mehr als vorher. Meine Strecke ist ja kurz, das sollte nicht so lange dauern, das Rennen. Kann man ruhig schon mal 4 Runden nehmen. So, wir haben ja noch halt den Lumicraft, Aerial. Ach, der Hot Wheels Ripboard ist da auch? Nice. Wusste ich gar nicht. Ne, er war unser Polaris. Mit dem echt guten Design, finde ich. Die Felgenfarbe passt nicht ganz so, aber so australienmäßig, das passt schon ziemlich gut. Auch schön, ne? Forza-Lackierung. Ja, muss ja sein. Ist ja auch nicht schlimm. Ist auch richtig so. Meine Designs haben ja auch mein Logo. Oder halt meine Schrift. So. Ja, Park. Sehr kreativer Name. Einfach nur Park. Könnte ja auch Parken heißen. Oder Parker als Name. Sounds, Alter. Also Sound, ja gut. Ist nicht so krass. Also das Ding mit... Ja. Alter. What the fuck? Haben sie einfach alle überschlagen. Ja. Trotzdem noch 6. Komm rum. Das war bei mir lustig. Das nächste Mal bestimmt nochmal, ey. Oh nein. Ach, perfekte Strecke, sag ich doch. Überschlagen? Ja, das gehört dazu. So, durch Wasser. Ja, kein Sprung. Echt eine ziemlich weiche Federung. Also ist ja wirklich... Aber brauche ich auch halt, ne? Die Offroad-Sachen. Weil mit dem Ding ballert echt niemand mit 180 Sachen oder so. Wer ist 150? Über welche Hügel? Macht man halt nur ein Forza. Passt auch mit dem Ding nicht in echt. Geht davon stark mal aus. So. Wieder Gang. Und gleich Runde Nummer 2. So. Jetzt bitte nicht überschlagen. Oh. Jawohl. Der Trick, Alter. Noch ein paar Punkte und Multiplikator am besten noch. Wie so ein Skateboard-Spiel oder so. So ein Looping oder hier, ne? Dann zack, Punkte. Oh Gott. Die Sprünge sind schon echt hart hier teilweise. Auch für den Wagen ein bisschen zu krass. Vor allem mit dem Speed. Aber man muss ja auch aushalten, ja? Da muss er ja durch. Ich hab schon auch das viel mehr gequält als den hier. Vor allem Autos, die noch weniger geeignet sind dafür als er. Komm rum. So, aber zweiter. Trotz, weiß ich, wie vielen Überschlägen. Alle. Nase auch wieder. So. Komm rum. So, gleich geht's in Runde Nummer 3. Wow. Da kam der weg, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Upp. Oh nein. Oh. Nein. Komm, da spule ich einmal zurück. Hätte ich nicht auf dem Gas bleiben dürfen. Okay. Dann doch überschlagen. Bin ja, glaube ich, Überschlagsfeldmeister. Auch geiles Deutsch. Ich weiß.
Upp. Au. Nicht gut. Ja. Ja, Schiefspringen ist nicht gut. Muss sich der Wagen so schön wegdrehen. Jetzt auch gleich schon wieder. Upp. Au. Nein, komm. Ich will gerne noch Erster werden. Aber nicht, ist ja auch nicht schon zweiter, das ist auch toll. Trotz dieser ganzen Überschläge. Oh Gott. Komm! Nein! Nein! Ach so. Scheiße. Ist ja noch eine vierte Runde. Haben wir gar nicht mitbekommen. Ja. Ich bin ein Idiot. Ey. So, kann ich nicht so schnell fahren? Kein Überschlag. Na gut. Ich habe es einfach nicht gecheckt, dass es noch eine vierte Runde ist. Obwohl es da auch natürlich doch oben riesig steht. Was ich doch selber eingestellt habe. Ja, ich bin einfach... Mein Kopf ist ausgeschalten. Ich meine, ich bin gerade so entspannt hier. Den Tag. Das glaubt ihr nicht. Jawohl. Dann muss das. So. Hier wieder rum. Boah, das wird ein Sieg. Das wird ein Sieg. Jawohl. So gefällt mir das. Jetzt würde ich die letzte Runde, war das. Ja. Nicht die letzte Runde. Ich habe einfach den Peter von Beatsmeet gemacht. Lol, ist doch noch gar nicht vorbei. Ich kann wirklich mal an Formel 1 2000. Das war glaube ich 14 oder war das 14 oder 15? Ich glaube, das war 2014. Das ist auch das war nach Österreich gefahren mit halber Renndistanz. Ich glaube, so um die 20 bis 30 Runden. Dann war Peter Erster und der dachte halt in der vorletzten Runde, dass es das letzte war. War halt deswegen vom Controller weg oder vom Lenkrad, hat kein Gas mehr gegeben. Ist vor allem in die Wand gebrettert. Dann hat er so gemerkt, ach so. Ist ja noch eine Runde. Ich hatte halt zwei Plätze verloren. Und dieser Spruch von Jay. Ja, hier, Glückwunsch in die Großbox zum Sieg. Aber Peter, mehr war halt nicht drin. Ich finde das so geil. Das ist ja auch Peter schon mal in Mario Kart passiert. Dass er am Ende der zweiten Runde stehen geblieben ist. Das ist Jay auch schon passiert. Das ist einfach so witzig. Ich feiere das richtig. Ich bin einfach so gut drauf. So, einen machen wir natürlich noch. Wieder ein Offroad. Ich habe eine Idee. Wir könnten natürlich das hier fahren. Was wir auch machen werden. Ich zeige euch noch einen Grund für die gute Laune. Denn vielleicht weiß es der eine oder andere, der mir vielleicht mal auf Twitter folgt oder da mal vorbeischaut. Ich hatte gestern, also am Mittwoch, dem 28. war das, glaube ich. Ja. Hatte ich meine letzte und einzige mündliche Prüfung in dem Fach, ja. Geschichte und politische Bildung heißt es. Obwohl politische Bildung ist, naja, das ist nicht so unbedingt was wir da lernen, aber gut. Und ja, da habe ich jetzt 8 Punkte bekommen, was eine glatte, wieder, wir machen wieder 4 Runden, starker Regen passt. Da hatte ich 8 Punkte, also 8 Notenpunkte. Das ist umgerechnet auf das normale System eine glatte 3. Ist nicht besonders gut, ich weiß. Aber es ist noch akzeptabel. Ich fand's in Ordnung. Ich habe eh nur 5 Punkte gebraucht. Das heißt nur, also... Hätte ich noch 4 bekommen, hätte ich kein Abi bekommen. Das wäre ziemlich scheiße gewesen, aber... Ich dachte mir, komm, 5, das schaffst du doch wirklich. Das ist drin. Da machst du noch keine weitere Prüfung mehr. Ja, 8 Punkte geschafft. Jetzt sind 2 8er Abi. Jetzt quasi Schule, so alles vorbei. Bis dann nächste Woche... nein. Ich muss nächste Woche nochmal zur Schule hin, am Montag. Dann ist Freitag Abiball. Zeugnisse und dann ist vorbei die ganze Scheiße. Aber ich fertig. So.
diese Überschüsse, ne, diese ganzen Motoren. Du hast keinen richtigen Sound von irgendeinem Wagen. Alter, das sah geil aus. Ich dachte, das war ein Auto, was so sich überschlagen hätte. Oh Gott, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Oh Gott. Au. Bin ich ungünstig geflogen. Mal Gas hier. Das war eine geile Strecke dafür. Das ist richtig geil. Oh! Komm. Die Kurve ist daher fließt die Hammer, die Kurve. Das ist echt gemein. Komm rum. Aber im Regen, das geht auch ganz gut eigentlich. So. Schon Fünfter? Ah, Mensch. Schön, geht alles Vollgas, glücklicherweise. Wow. Oh, nein. Nein. Scheiße. Fuck, ey. Okay, vielleicht nochmal kurz vom Gas gehen irgendwie. Oder halt weniger Gas geben nur. Das hat doch gereicht. Ja, das ist eine geile Strecke dafür. Für sowas liebe ich die einfach. Oh Gott. Nein. Haben die alle angeschossen. Mein Platz. Ah. Das bockt hier einfach. Das bockt mega. Oh. Fuck. Ey. Ich bin einfach mitten auf die Mauer geflogen. Ich weiß, das wird mir alles lustig. Tut mir leid. Da war, glaube ich, nichts dagegen. Ey, das war jetzt auch nicht so schön. Das können wir so lassen, weil du jetzt gerade kein Gas geben. Reicht. Hier ist auch was fies, ey. Wie genau wegen mir dahingestellt. Wenn ich genau da drauf liege. Was geplant alles von dem. Alter. Nase juckt. Komm rum. Zack, wieder Gang. Ist auch ein sehr leiser Motor. Hört ihr noch selber fast kaum. Ihr wahrscheinlich auch. Ich meine, das Sound des Spiels ist ja eh sowieso leiser als meine Stimme. Deutlich leiser. Das habe ich jetzt bei The Witcher zum Beispiel umgestellt. Da habe ich halt den Sound viel lauter gemacht. Im Spiel als mein. Oder halt zumindest angenähert. Weil wegen den Dialogen und so, da musst du halt auch wirklich es ist besser, dass du da schön zuhören kannst. Das ist aber eine geile Strecke, muss ich sagen. Die ist echt geil. Das Rennen ist bockt hier mega. Komm, losen LP. Oh Gott. Nein. Ah! Glück gehabt. So. Ich hab ihn jetzt hoffentlich wieder drin. Oh Gott. Oh Gott. Na! Ah. Hier ist eine Blackung, ist was Tolles. War wieder blöd, wieder viele verloren. War scheiß drauf. Gott, ey. Wie hab ich die Kurve denn gefahren? Da ist ja eh noch eine Runde. Komm. Sitzt zu dritt? Dieser Sound, ne? Hört sich so ein bisschen wie so ein Rasenmäher an. Wie ein ziemlich cooler Rasenmäher. Richtig weit außen die Kurve. Scheiß drauf. Ich glaube, dann habe ich gleich den Typen, wenn ich ihn selber abschieße. Hat. Kleiner Sprung. Ja, habe ich gut genommen. Oh Gott, nicht auf ihm landen. Ja. Ich habe schon sein Dach geküsst. Der arme Fahrer. Das hat ja auch nicht ewig viel aus. Wenigstens Treppchen soll drin sein. Muss ich aber kämpfen hier, weil die sind schon alle wieder hinter mir. Mache ich einen Fehler, dann sind die wieder an mir dran. Viel zurückspulen ist immer eine Option, aber ich würde das auch nicht so oft machen. Okay, das war scheiße. Komm! Sie! Weil den kriege ich noch, das sage ich euch. So. Der ist nicht so gut gelandet, der Typ.
Deswegen ich hier schön vorbeiziehen. Und immer ein Treppchen. Aber war ein Hammerrennen, muss ich sagen. Hammer, hammer, geil. Immer ein dritter Platz. Bin zufrieden. Aber war lustig auf jeden Fall, muss ich sagen. Und ich fand ich eine sehr, sehr spaßige Folge. Sehr spaßiges Auto natürlich auch. Und ich meine, der ist noch zig Klasse. Der ist ja nicht mal wirklich übertrieben schnell. Der macht trotzdem mega viel Laune. $10.000 EP. Ist ja nicht so viel. War dafür echt mega witzig. Ich habe mich sehr gefreut. Und ihr hoffentlich auch. Da muss ich aber leider wieder Tschüss sagen für heute. Naja, ist das ja Folge ist vorbei, ne? Dann geht es wahrscheinlich nächste Woche mit einem neuen Auto weiter. Das müsste dann der Dienstag sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!